sind so wahr in den Songs, dass sogar die härtesten Gangster ihre Tage bekommen. Und ich wollte niemals ein Vorbild sein, doch ich bin heute wohl der meistgehypte deutsche Act mit Borderline. Und es ist scheißegal, ob ich ein Arsch bin oder nicht, denn in der Schule halten Leute Referate über mich. Mir völlig wurscht, ob mich die Szene akzeptiert. Sie können sagen, ich bin ein Weichei, weil's mich eh nicht interessiert. Die Leute, die damals sagten, Scheiße ist der Weak, quatschen mich heute voll und wollen ein gemeinsames Release. Langsam kann ich verstehen, was die ganze Scheiße soll. Denn welcher Rapper hat für sein Debüt so viele, die's vertreiben wollen? Ich lehne ab, mich kümmert all das Geld kein Stück, denn ich geb jedem von den Fans mit meiner Scheibe was zurück. Atme auf, ich bin wieder hier, alles wird gut. Mit mir nicht an. Wodka bis kurz vors Koma sippen und sich dann fragen, wo die Tage zwischen Freitag und Montag hin sind. Penner, Lifestyle, abgefuckte Schimmelbude, müde lächeln, weinen beim Gedanken an die Kinderstube und Jobs erfinden für die Leute von dir, weil es ihm peinlich ist, dass keine Arbeit findet von den Freunden von dir. Zu einem Freund die gleiche Haltung, wenn er weint, weil er hört, dass dein Tagebuch als Album erscheint. Und die breite Masse, die Songs auf Partys hört und denkt, soll der nur weiter quatschen. All das ist einfach Schwachsinn. Und selbst wenn sie heute nicht mehr hier sind, ist das für all die Leute, die ich liebte.